Kapitän Olivier Lourson, ich bin der Kreisbrandinspekteur vom Landkreis Sagemin-Bitsch und ich bin hier heute mit der Jugendfeuerwehr von Rohrbach-de-Bitsch an dieser Veranstaltung und ich möchte mich zuerst herzlich bedanken für die Einladung. Wir sind hierher gekommen, weil die Jugendfeuerwehr von Rohrbach-de-Bitsch und die Jugendfeuerwehr von Homburg-Mitte eine Partnerschaft geschlossen hat in 2017. Und diese Partnerschaft ist für uns wichtig, weil wir wissen ganz genau, dass in den zukünftigen Jahren wir mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit weitermachen müssen. Heute sind wir gekommen mit einem Geländewagen, der geeignet ist für Waldbrände oder Geländebrände. Das kennt ihr vielleicht nicht so in Deutschland, weil so Wagen gibt es vielleicht nicht, noch nicht. Aber der ist sehr leicht, 4000 Liter Wasser und er kann ganz nah ans Feuer gehen mit einer Besatzung von 4 Männern. Und da können wir auch einen Zug bilden, das sind 4 solche Wagen mit einem Zugführer, der extra formiert ist für die Waldbrände. So, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit machen wir schon lange ganz nah an der Grenze. Jeder kennt sich, ob es Feuerwehr sind in Saarbrücken, Forbach, Saargemünd. Da kennen wir uns schon alle schon lange und dann machen wir schon eine Zusammenarbeit. Jetzt steht Europa dabei und der europäische Mechanismus für die Schützung wird langsam anfangen. Das arbeiten wir schon lange mit Interred und Interreg. Und da haben wir mehrere Arbeitsgruppen, die arbeiten zur Zukunft. Und ich denke, dass Europa wirklich eine Rolle zu spielen hat und dass wir uns hier alle in dieser Politik hier gemeinstellen, weil wir uns durch eine solche Veranstaltung kennenlernen und das macht die Arbeit viel einfacher in der Zukunft. So, der Austausch macht den Kontakt. Der Kontakt macht die Einladung macht das Kommen und der Tag, die Sprechung, die wir haben, die Kollegen die wir, und Kameraden, die wir treffen, machen viel, weil wieder einmal wir kennen uns dann. Wenn wir morgen zusammen arbeiten müssen, ist es kein Unbekannter, den wir treffen, aber ein Freund, ein Kamerad aus der anderen Seite. Und da geht ganz bestimmt die Arbeit noch vielmals besser.